Ja, hallo, liebe Freunde, liebe Klienten, liebe Interessenten. Mir ist es heute ein Anliegen, mit euch über die stille und friedvolle Revolution zu sprechen. Die Revolution des Geistes. Denn Geist bewegt Materie. Warum ist es so? Ganz einfach. In Deutschland wurde aus dem deutschen Geist das Auto erfunden. Die Erfinder sind bekannt. Heute heißt es Mercedes-Benz. War zuerst die Idee da oder zuerst das Auto? Zuerst war die Idee. Das bedeutet, zuerst war es im Geist. Und aus dem Geist wurde das Auto erschaffen. Und deswegen ist es für mich das absolut prädestinierte Beispiel für den deutschen Geist. Geist erschafft Materie. Und zwischen euch und den Erfinder vom Auto ist kein Unterschied, weil wir entspringen alle dem einen Vater, Mutter, Gott, der Göttlichkeit. Das heißt, wir sind Seelen. Wir haben einen Geist. Und deshalb sind wir Schöpferwesen. Wir sind die Kinder Gottes. Oder seht ihr etwa nicht aus wie eure Eltern? Ja, es ist Zeit für eine wirkliche Revolution, weil wenn wir einfach sehen, wie die Revolutionen, die gelaufen sind in der menschlichen Geschichte, wie die geendet haben, dann muss man sich dann fragen, wenn die ja diese ganze Revolution im Laufe der Zeit sinnvoll gewesen wäre, im Laufe der Historie, dann wären wir ja jetzt an einem ganz anderen Punkt, sind wir aber nicht. Aber noch ist es so, dass die Zeitausgangslage noch nie besser war wie heute. Noch nie waren die Voraussetzungen besser als heute, um tatsächlich eine geistige und friedliche Revolution zu starten. Ohne Blutvergießen. Das wünsche ich mir vor allen Dingen für die ganze Welt, für alle Menschen, für alle Völker. Ganz besonders wünsche ich mir das für mein Volk, das deutsche Volk. Ja? Das heißt, es kommt einfach auf euren Wille an. Der freie Wille, den wir haben, ist das stärkste Machtinstrument im gesamten Universum. Euer freier Wille ist das Mächtigste, was wir haben. Und deshalb trefft Entscheidungen für euch konsequent. Es ist Zeit, dass wir den Fernsehapparat abschalten. Wenn ihr am Fernseher den Stecker zieht oder den Fernseher entsorgt, so wie ich das gemacht habe, dann endet die Matrix. Dann ist es nicht mehr möglich, dass euch Massenmedien manipulieren. Ich denke immer an eine der besten Trainerinnen, die wir in Deutschland jemals hatten, an die Frau Birkenbiel, die uns vor etlicher Zeit ja, verlassen hat. Und die seelische Reise zu Gottvater angetreten hat schon vor mehreren Jahren. Ich kann es nur empfehlen, ihre Videos anzuschauen, was sie über Fernsehen, Medien und Manipulation sagt, was einfach Wahrheiten sind. Zieht den Stecker an eurem Fernseher und die Matrix endet. Ja, es ist Zeit, dass einfach auch Smartphones oder Handys nur genutzt werden für das, was sie eigentlich beschaffen sind. Das heißt einfach, wenn geschäftliche Gespräche zu machen sind, dass man die anruft, beziehungsweise das Handy benutzt, ja, wenn familiäre Sachen sind, die wichtig sind, telefonieren. Dafür ist das Handy da. Das Handy ist nicht dafür für weitere Sachen, weil einfach die Strahlung vom Handy auch euren Geist manipuliert. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Vor allen Dingen jetzt, wo 5G kommen soll. Wobei ich vor 5G mir keine Sorge für mich selber mache, weil ich mit meiner Seele, mit meinem höheren Geist verbunden bin und mich das nicht erreichen kann. Es kann mich vielleicht erreichen, aber auf Dauer gesehen nicht. Ja, Facebook. Und sonstige Social Media. Ich bin auch in Facebook aus einem bestimmten Grund. Jedoch ist halt die Frage, warum ist man denn in Facebook? Für mich ist es, ich mache da auch Facebook, weil ich dort Freunde treffe,
ja, die ich im Laufe meines Lebens kennengelernt habe und so weiter und so fort. Nur wer auf Facebook die tatsächliche Wahrheit sagt, wie sie ist, der wird gesperrt. Ich sage auch Wahrheiten in Facebook, halte mich da allerdings auch zurück. Sonderangebote. Sonderangebote. Payback-Punkte Sammler. Ja. Also ich habe keine Payback-Card, Gott sei Dank nicht. Und ich habe auch noch nie eine Karte und will das auch nicht, weil das für mich Armutsdenken ist. Das ist für mich reines Armutsdenken. Ja, wenn die mich an der Kasse fragen, in jedem Geschäft, weil das müssen die ja sagen, wie ein Papagei, das ist ja auch, um das ernst zu nehmen, ihr Job, die bekommen ja auch Ärger, wenn sie nicht fragen. Ja? Die werden auch geschult, dass sie das fragen. Haben sie eine PayPal-Karte? Dann sage ich Gott sei Dank nicht. Und ich habe immer verschiedene Reaktionen von den Menschen. Und dann merke ich, okay, die fangen an, auch wach zu werden. Die denken sich das ein oder andere, was damit auch forciert wird. Oder sie sind entsetzt. Wie auch immer. Gott sei Dank nicht. Rabatte, Sonderangebote. Findet ihr nicht, dass ihr als Unternehmer oder als Menschen für das, was ihr an Dienstleistung oder an Vorzüge für die Menschheit erbringt, durch eure harte Arbeit, dass dann zu euch jemand sagt, ah nee, da ist noch Rabatt und so weiter und so fort. Wenn ihr überall Rabatte verlangt, ist eure Arbeit auch nichts wert. Ja? Deswegen, ich verzichte auch beim Bäcker auf diese einfache Sache, sie sammeln 10 Stempel, dann kriegen sie ein Brot kostenlos. Nein, ich will mein Brot bezahlen, im vollen Preis. Dass wenn ich jetzt ein Fahrzeug kaufe, ein Auto kaufe, und ich habe mehrere Autos, dann bin ich natürlich froh, wenn der Händler für mich einen Rabatt mir gibt. Ja? Aber das ist ja auch eine Anschaffung, die ist ja auch wesentlich höher. Wobei man sagen muss, die Autohändler verdienen heute auch ihr Geld nicht mehr durch Autoverkauf. Warum wohl? Und genau das ist das Thema. Das heißt einfach, Rabattverkäufe vermeiden, weil das macht letztendlich den Preis kaputt, den Markt kaputt. Der Unternehmer kann seine Leute nicht mehr bezahlen im vernünftigen Stundenlohn. Daran sieht man das. Und deswegen verzichtet auf Rabatte. Das ist ganz elementar für die deutsche Wirtschaft, weil zum Schluss können wir uns alle noch die Haare schneiden und dann wissen wir, was passiert. In der Volkswirtschaft, das wissen wir. Und davon hängt auch alles ab, wie wir wirtschaften, wie wir einkaufen, wie wir leben. Und dieses Rabattdenken und Payback-Punkte sammeln, das ist einfach Armutszeugnis, das ist Armutsbewusstsein. Dadurch konditioniert ihr euch, dass ihr nicht in Fülle lebt, sondern ihr sendet dem Universum, ich liebe den Mangel. Und was wird das Universum für euch erschaffen? Mangel, ganz klar. Ja, Fertiggerichte. Ja, das ist der nächste Punkt. Verzichtet auf Fertiggerichte. Verzichtet auch auf Cola, Fanta, Sprite, wie auch immer. Warum? Gibt es ein Nervengift, das ist da drin Aspartam. Das schadet eurem Geist. Ja, das heißt einfach, durch Coca-Cola werden sämtliche geistige Zugänge im Körper klack, 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 klack ausgeschaltet, sondern bis der Körper die Seele das wieder ausgeschieden hat, der Geist das wieder verstoffwechselt hat. Das ist einfach so. Das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass es nicht gesund ist. Ich trinke auch mal Cola. Es geht auch nur darum, dass ich euch jetzt, wie sagt man, etwas Dogmatisches beibringen will, sondern ich will euch einfach zeigen, wie das möglich ist, eine stille Revolution zu leben. Und hinter diesem Produkt und hinter diesen Produkten steht etwas ganz anderes, was ihr euch gar nicht denken könnt, was man gar nicht erfassen kann. Und deswegen, wer da in die Tiefe einsteigen möchte, in den Kaninchenbau, herzlich willkommen. Fangt an, kritische Fragen zu stellen. Fangt an zu hinterfragen. Und wie gesagt, mit Softgetränken fängt es an, dass ihr von hinten bis vorne manipuliert werdet. Auch der Körper zerstört wird, wenn man das jeden Tag trinkt. Aber es gibt Ausnahmen. Ja, Essen von Tieren. Da gibt es die China Study, auch
verschiedene Bücher von renommierter Autoren. Ich mache dafür niemand Werbung, davon habe ich auch nichts und will ich auch nichts haben. Das muss jeder selber verantworten. Klar ist auf jeden Fall, dass Fleischverzehr in großen Mengen dafür sorgt, dass man verschiedene Krankheiten bekommt. Das wird wissenschaftlich erwiesen. Das heißt einfach, die Krebsstatistik spricht hier Bände. Das kann ich mir für mich selbst auch nicht schön reden. Ich selbst esse auch Fleisch, aber ich kaufe bestimmt kein Fleisch bei Lidl, Pennymarkt oder Aldi oder sonst irgendwas, ohne die jetzt schlecht zu machen, wo es da auch schon jetzt verschiedene Qualitäten zum Kaufen gibt. Das heißt einfach, ich habe einen Metzger meines Vertrauens, der ist bei mir um die Ecke in Limburger Hof, mache ich jetzt auch keine Werbung, jeder kennt den Mann, der gehört zu den besten Metzgern Deutschlands. Das ist für mich eine Top-Qualität, ja, und ich weiß, dass die Tiere dort ein gutes Leben gehabt haben, dass die unter freiem Himmel waren, dass die gelebt haben, ja. Und deswegen ist es für mich nochmal ein paar Kategorien Unterschied, welches Tierleid das Tier erlebt hat. Und ich möchte kein Fleisch essen, wo die Tiere in dieser Massentierhaltung und auf dem LKW noch hunderte von Kilometern transportiert worden sind, bevor sie brutal fertig gemacht werden, das Leben genommen kriegen. Das ist für mich Mord und Totschlag. Und deswegen, das ist für mich nicht der richtige Weg. Ich habe das für mich entschieden, Fleisch zu essen. Ich esse nicht jeden Tag Fleisch. Und wenn ich Fleisch esse, dann esse ich sehr gutes Fleisch, was auch den Preis wert ist und was auch einfach qualitätsmäßig gut ist. Aber hier ist jeder gefordert, für sich selbst zu entscheiden. Sicherlich ist es so, dass ich in dem Fall auch Tiere esse. Tiere haben Seelen. Ja? Das sind beseelte Lebewesen. Und die geben sich in dem Punkt auch für uns hin. Für mich ist es nicht der richtige Weg, vegan zu leben. Das ist für mich nicht der richtige Weg, weil das für mich auch kein komplettes System ist, wie sich ein Mensch ernährt. Wir brauchen einfach Fette und Eiweiße, um gesund zu leben. Die Frage ist nur, woher kriegen wir das? Und im Grunde genommen kann ich auch sagen, auch Veganer, die Pflanze, also da Vegetarier, die das essen, das sind auch Lebewesen. Wollt ihr jetzt etwas sagen, dass Pflanzen nicht beseelt sind? Also esst ihr genauso Seelen wie Tierseelen, wenn man das genau nimmt. Und deswegen ist das für mich keine Lösung. Ich habe auch viele Jahre vegetarisch gelebt und wie schon gesagt, es macht mich einfach nicht glücklich und hält auch meinen Körper nicht gesund. Ja, es ist Zeit, Wahlen fern zu bleiben, wählen zu gehen. Ja, das ist richtig, weil für mich ist es einfach so, dass eine Wahl für mich bedeutet, ich gebe meine Stimme ab, das heißt, ich habe keine mehr, ich werfe sie noch in eine Urne, sie ist für die nächste Legislaturperiode beerdigt. Das heißt, ich habe keine mehr. Das heißt, ich habe auch nichts zu melden, ich kann meine Stimme auch nicht mehr erheben. Deshalb bleibe ich der Wahl fern. Zumindest mal der Bundestagswahl. Weil eine Wahl zwischen Pest und Cholera ist für mich und mein Volk, zu dem ich auch gehöre, das deutsche Volk, auch keine richtige Wahl. Das ist einfach so. Das heißt, ich wähle wohl kommunal, weil ich einfach hier sehe, hier ist es möglich, dass sich in unserem Land noch etwas verändert, dass hier noch was bewegt werden kann. Das ist meine tiefste Überzeugung, dass wichtige Dinge vor Ort im Leben durch die kommunale Politik bestimmt sind. Und hier sehe ich einfach die Möglichkeit und das Potenzial, unser Land weiter zur Blüte zu bringen. Und wie gesagt, die Chancen waren noch nie besser als heute. Ja, Zeitungsabos. Kündigt es einfach. Das muss jedem, also mir ist es klar, dass man von diesen Massenmedien nur manipuliert wird, von hinten bis vorne. Das sage auch nicht nur ich, sondern das ist einfach meine Wahrnehmung und das ist auch die Wahrheit. Weil wer einfach sich beliest selbst, wer sich auf die Suche macht nach Quellen, die auch seriös sind, wie freien Journalismus, ja, da findet man genug Möglichkeiten, um sich ein Bild zu machen. Ne?
Bild dir deine Meinung. Ich habe zu gar nichts mehr eine Meinung, weil mir liegen nicht immer alle Informationen vor. Und da mir nicht alle Informationen vorliegen, kann ich mir auch kein neutrales Bild machen von irgendwas. Ich habe zu nichts mehr eine Meinung. Ja? Und auch so, wie es die Vera Birkenbiel gesagt hat, wenn jetzt in Frankfurt eine Lagerhalle brennt, dann hat derjenige, dem die Lagerhalle gehört, mein vollstes Mitgefühl. Aber wenn ich aus dem Haus gehe, im Waldsee, aus meinem Haus heraus, in meine Realität komme, da brennt kein Lagerhaus. Das hat auch nichts damit zu tun, dass mir das egal ist. Das heißt aber, dass ich mich in meinem Leben zurechtfinden muss, dass ich in meinem Leben Entscheidungen treffen muss, dass ich mein Leben zu leben habe. Darum geht es, dass ich die volle Verantwortung in meinem Leben erstmal wahrnehmen muss. Warum? Das ist ja logisch. Wenn wir Sozialversicherungsbeiträge und Steuern zahlen oder was auch immer, dann helfen wir auch vielleicht demjenigen, der die Lagerhalle abbrennt. Weil ich bin ja auch versichert. Ich zahle ja auch in eine sehr gute Versicherung ein, auf die ich mich verlassen kann. Ganz einfach. Also weiß ich, wenn mir was geschieht, bin ich versichert. Das ist auch eine Gemeinschaft. Ja, Mindestlohn, das ist Mindeste. Ja, das heißt einfach, egal was ihr tut für Mehrwert für eure Mitmenschen, der Mindestlohn darf nicht unterschritten werden. Verweigert euch das dessen, wenn euch niemand einen Mindestlohn zahlen will, nein, danke, tschüss. Ja, dann ist es besser, man bleibt zu Hause, investiert die Zeit für sich besser, wie dass man arbeiten geht für unter Mindestlohn. Das ist einfach menschenverachtend. Ja. Wir sehen es ja, in dem System ist genug Geld da. 80 Milliarden für Banken, das war ja erst der Anfang. Und es werden noch mehr Milliarden folgen, es sind noch mehr Milliarden gekommen. Ja. Und da frage ich mich dann immer, dafür ist ja Geld da. Ja. Warum ist denn das Geld nicht für die Menschen da, die das hier aufrechterhalten und stützen? Deswegen unter Mindestlohn geht nicht mehr arbeiten. Das ist mein Tipp, meine Empfehlung. Geht unter Mindestlohn nicht mehr arbeiten. Stopp, Ende. Da müsst ihr euch, dürft ihr euch mehr wert sein. Und das sind wir alle. Wir sind die Kinder Gottes. Wir sind mehr wert als unter Mindestlohn. Da ist die Arbeit niederzulegen. Die ist verweigern. Lieber in den Wald gehen, spazieren, im Zelt wohnen, das ist alles egal. Aber Mindestlohn ist keine Option. Das ist menschenunwürdig. Ja? Ja, Gewohnheiten brechen, aus der Komfortzone rauskommen, darum geht's. Wir sind Seelen, Geist und wir haben einen Körper und der Körper muss gesund sein. Wenn er mal krank ist, ich war auch schon krank, dann muss ich mich darum kümmern, dass ich auch wieder gesund werde auf allen Ebenen meines Seins. Und deswegen, das ist wichtig, gerade für Männer. Männer sollten Sport machen, das ist wichtig. Ja. Kampfsport machen, Kraftsport machen, ins Fitnessstudio gehen, wandern gehen, das ist sehr wichtig, weil ich habe so viele Männer in meiner Praxis, da geht es einfach um die Männerseelen. Ja? Und es ist wichtig, dass ein Mann fit ist, einigermaßen. Ich bin jetzt auch kein Marathonläufer. Ich brauche da zwar auch 8, 9 Stunden, aber ich trete wenigstens an, ich gehe da wenigstens hin. Ja? Habe ich 2 Tage Muskelkater, dann ist gut, aber ich stelle mich diesen Challenges. Das habe ich schon immer gemacht. Ja? Ich brauche da auch kein großartiges Lauftraining. Ich mache einfach, was ich Bock habe. Und ich bewege mich. Und für Männer ist es wichtig, Sport zu machen. Das ist Nonplusultra. Das kann ich nur jedem empfehlen und auch jedem Mensch, Sport zu machen. Ja. Gewohnheiten brechen ist auch Fasten. Das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Fastenzeit, Fasten gehen, ja, verzichten. Das heißt nicht, ich verzichte auf Fülle, sondern das bedeutet, ich entschlacke mich, ich entgifte mich, ich nehme auch ab. Das ist das, was ich auch ein, zweimal im Jahr mache. Einfach fasten, verzichten. Ja, um mal zu gucken, wie reagiere ich überhaupt, wenn alles Mögliche wegfällt. Wenn man eine Woche nur Saftfasten macht oder was auch immer, gibt es 100.000 Möglichkeiten. Es geht auch um Gewohnheiten zu brechen. Aus eurem Feste auszusteigen, etwas Neues zu machen. Was ganz Neues. Ja, das bedeutet auch,
wenn jemand einen Beruf hat, der ihm keinen Spaß mehr macht, ja, ich mache das nur wegen Geld, weil ich habe ja Kinder, vergesst es. Ja. Das bringt euch nichts, wenn ihr hinterher krank seid, weil ihr diesen Beruf nicht mehr ausüben könnt, weil sich eure Seele irgendwann aus wert, das zu tun. Also wechselt einfach. Es gibt alle Möglichkeiten. Wir haben heute in Deutschland alle Möglichkeiten. Das gehört auch zu Gewohnheiten brechen. Ja? Alles Mögliche. Draußen im Regen spazieren gehen, ohne Regenjacke, in kurze Hose und T-Shirt. Jetzt im Herbst, das ist Gewohnheiten brechen. Ja? Darum geht es, aus der Komfortzone rauszukommen. Da gibt es 100.000 Möglichkeiten. Ja, wo wir sind. Wissen und Glauben. Der deutsche Geist entspricht Jesus Christus. Wir als Deutsche verkörpern den göttlichen männlichen Geist, das männliche Ich Bin. Hier ist es wichtig, wieder zu glauben, den Glaube zu finden. Ihr glaubt gar nicht, was das für ein großer Schutz ist für unser Land. Ich gehöre keiner Religion mehr an. Ich gehe auch nicht in die Kirche. Ich bin Christ. Ich bin mit Gott in mir verbunden. Ich kann mich jederzeit an das Licht Gottes und an die Liebe Gottes anbinden. Das könnt ihr auch, weil wir sind seine Kinder und die Möglichkeiten dazu, tatsächlich die Göttlichkeit in uns zu erfahren, war noch nie größer als heute. Jetzt könnte ich euch sagen, warum, weswegen, weshalb und euch viele Wahrheiten in dem Punkt nennen. An dem größten Tiefpunkt in meinem Leben, wie es mir wirklich scheiße gegangen ist, wo ich wirklich krank war, ja? Wo alles auf der Kippe gestanden hat, wo mein Sohn auch schwer krank war, dann habe ich Gott zum ersten Mal in meinem Leben erfahren. Ich war auf dem Boden gesessen und habe gekniet und habe gesagt: Schöpfer, ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich hatte größte Selbstzweifel. Ich wusste nicht, wie ich jemals da wieder rauskomme. Das wusste ich nicht. Dann hat Gott mit einer lauten Stimme zu mir gesagt: Boris, steh auf, du musst für mich nicht knien. Und ich werde ab sofort für dich sorgen. Das Einzige, was du zu machen hast, du musst mich nur machen lassen. Und Leute, die mich kennen, die das mit mir miterlebt haben, die wissen das, wie das war. Und wie ihr seht, ich sitze vollkommen gesund und vollständig gesund vor euch auf allen Ebenen. Warum? Das habe ich nur Gott zu verdanken. Und das ist nicht nur ein Pseudoglaube, sondern das ist die innere Göttlichkeit unserer Seele. Die Seele bedeutet, ich bin ein Teil von Gott. Die Seele ist ein Teil von Gott. Die Seele ist Gott. Wir sind ein Teil von Gott, also sind wir auch Gott. Weil Gott ist alles, was ist, und alles, was ist, bist auch du. Ja, Meditation. Meditation. Um die Verbindung mit dem Hörer selbst, mit dem Hörer Geist herzustellen. Ich kann nur jedem empfehlen, macht Yoga, macht Meditation. Kann ich auch sehr den Matthias Steiger, den ihr bei mir in Facebook hier auf dem Profil auch findet, empfehlen. Weil der ist tatsächlich auch mit seinem höheren Selbst verbunden, mit seiner Seele. Ich mache kein Yoga. Ich mache das auf meine Art und Weise. Ich muss raus in die Natur, weil ich ein Naturwesen bin. Aber ich kann euch nur empfehlen, fangt an zu meditieren. Keine vorgegebene Meditation von CD, sondern einfach hinsetze, ruhig werde und so weiter. So wie man gesagt hat, früher der Handwerkerschlaf. Ich war ja auch Handwerker. Ich bin auch Handwerker. Ja, die Handwerker, wenn sie Mittagspause gemacht haben, haben gegessen, dann haben mal die halbe Stunde Kopf auf den Tisch gelegt. Und das ist eine Meditation. Das ist die Verbindung mit dem Hörer selbst. Weil einfach Ruhe reinkommt und weil die Seele Impulse hier hineingibt in euer Körper-Geist-System. Fangt an zu meditieren, indem ihr euch einfach hinlegt, wach bleibt und einfach mal nach innen geht und mal forscht, was ist denn da so los. Und im Innen findet ihr alle Antworten auf alles. Da gibt es Anbindungen, die ich die letzten 5 Jahre erlebt habe, aus meinem Innen heraus, da habe ich nur gestaunt. Das heißt, die Welt ist in euch. Der größtmögliche Schatz ist in euch selbst. Euer wahres Selbst ist mit eurem Körper verbunden. Wir sind Seele, Geist und Körper. Wir sind nicht Körper, Seele und Geist oder Körper, Geist, Seele. Wir sind Seelen und haben einen Körper und der Geist bewohnt es.
der göttliche Geist bewohnt den Körper. Ja, das waren die Punkte zur stillen Revolution. Das mag jetzt erstmal einfache Punkte sein, aber ist es wirklich so einfach? Für mich ja. Das heißt, ich gebe mir Mühe, alle Punkte davon zu erfüllen. Es gibt noch mehr Punkte, aber ich wollte es einfach kurz halten. Einfach kurz halten und euch einfach ganz ehrlich sagen, was ich davon halte, wie weit ich dazu stehe, zu mir selbst und wie ich das wahrheitsgemäß lebe und ich lebe das. Ich lebe das. Und darum geht's. Wenn von diesen Punkten 4 Punkte eingehalten werden oder 5, ja, dann habt ihr ein neues Leben. Dann kommt ihr auf ein anderes Level. Das ist ganz sicher, das ist 100% klar. Damit helft ihr auch eure Mitmenschen. Das ist auch klar. Dadurch helft ihr auch, ein neues Bewusstsein zu etablieren, weil durch Meditation und Gebet und die Anbindung an Vater, Mutter, Gott und an die Schöpfung, ja, etwas Wundervolles passiert. Weil es gibt die Anbindung im Universum. Das heißt, es ist wissenschaftlich auch bewiesen, dass das Erdmagnetfeld sogar täglich schwankt, dass die Sonne ihre Liebesstrahlen reinbringt. Ja. Die Sonnenstürme. Ja, da kann man jetzt sagen, natürlich ist ein Sonnensturm jetzt erstmal nicht schön, wenn dann erstmal Strom ausfällt. Aber wer weiß. Und ich sage einfach, die hohe Intensität der Sonne, die Erhöhung der Gammastrahlen A und B, das ist wissenschaftlich bewiesen, das ist die Transformation, das ist der neue Evolutionssprung. Was habt ihr zu tun? Geht einfach mit, öffnet euch dafür. Vater Gott ist die Sonne, der Sonne. Das heißt nicht die Sonne, sondern der Sonne. Das ist der männliche Geist. Jetzt sage ich nicht, die Sonne ist Gott. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber die Sonne steht für den göttlichen Geist in der Materie und im gesamten Universum. Das heißt, die Sonne schickt ihre Liebesstrahlen runter. Die Mutter Erde öffnet ihr Magnetfeld, damit der Samen des Großvaters oder des männlichen Geistes des Vaters in den Schoß der Erde fällt. Und daraus entsteht eine neue Menschheit. Und ihr seid eine neue Menschheit. Eure Kinder sind die Träger der neuen Menschheit, der neuen Vision Gottes. Ihr seid es. Ihr seid schon alles. Ihr seid alle ein vollkommener Ausdruck von Gott. Und das ist die Lösung für alle Themen, die wir auf der Welt haben. Deswegen fangt wieder an zu glauben. Dazu braucht ihr keine Kirche und keine Religion, weil es ist alles in euch. Das ist meine Erfahrung. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderbare Zeit, macht das Beste aus eurem Leben, macht euer Leben zu einem Meisterwerk und wir sind alle Gewinner. Wir sind alle Gewinner, wir sind alle Kinder des einen Gottes. In diesem Sinne auch, macht's gut.